Willkommen zusammen zum großen LS19 Force Projekt zusammen mit dem Linegamer 1. Hi Leute. So, er ist gerade hier ein bisschen, was ist denn da los? Etwas unglückliche Situation. Eine unglückliche Situation, soll ich mal schieben kommen? Ja, die Reifen wollen irgendwie nicht so ganz hier den Boden. Hast du, guck mal im Menü, ob du da irgendwie Allradlenkung hast. Im Spielmenü? Ja. Allrad, also vom Fahrzeug? Ja. Nee. Wirst du, also bei manchen Fahrzeugen gibt's das nämlich. Nee, hier war nichts, aber es hatte schon gereicht, danke. Ja, bitte, kein Problem. So, in dieser Folge wollen wir jetzt hier noch ein paar Baumstämme aufladen, an dieser risky Stelle hier. Oh, jetzt stehe ich schon wieder fest. Ach, oh, wow. Warte mal, ich klappe den mal aus, vielleicht. Ja, so jetzt. Ja. Du musst hier irgendwie... könntest du ja auch aufladen, oder? Alter, guck mal hier von der anderen Seite, wie der steht. Oh, das ist so aber gut. Aufgebockt. Ja. Der Gute. Ab der wird ein bisschen hin und her schwanken. Wir brauchen Holz zum Nachlegen. Guck, das ist so ein bisschen wie so ein Tisch, wo man dann noch hier so einen Bierdeckel drunter tut. Ne? Ja. Da bei dem, dass er nicht kippelt dann so. Bierdeckel. Ja. Ja. Ja, mal gucken, wie es gleich. Aber aktuell scheint er ganz stabil zu stehen. Ich probiere nicht zu überfordern. So. Ich schaue derweil, dass ich noch mal ein paar Bäume ranschleppe. So, zack. Gestaltet sich doch schwieriger als gedacht. Aber wir haben direkt hier für das Forstprojekt quasi die härtesten Bedingungen ausgewählt. Hier fährt ein Zug, es ist ein bergiges Gebiet, es gibt wenig Platz. Und da dachten wir, das ist doch ein super Gebiet, um mal ein bisschen Forst auszuprobieren. Wo auch sonst, ne? Im einfachen Wo Wald. Wo auch sonst. Und wir können auch in diesem Projekt mal mit Pappeln nochmal das Ganze versuchen. Ich glaube, das hat sich zum LS17 nicht groß verändert, aber können wir uns ja trotzdem mal anschauen. Wir hatten das damals ja auch nur einmal so gemacht, ne, glaube ich, so ein Feld damit bestellt. So, aber die liegen ja schon mal ganz ordentlich hier drin, die Baumstämme. Sieht auch schon ganz nett aus. Also wollen wir mit der Folge jetzt auf jeden Fall noch verkaufen fahren, ne? Ja, das würde ich vorschlagen, ja. Naja, so langsam geht's auch schneller mit dem Überladen. Und er steht auch einigermaßen. Also er steht wirklich stabil. Also er wackelt nicht hin und her. Stabil, Junge, stabil. Richtig stabil hier. So muss das. So. Manchmal ist das noch so ein bisschen laggy hier. Beim Schneiden oder wie meinst du wann? Ja, also bei manchen Aktionen hier so im Forstbereich. Da wissen wir halt nicht, ob das jetzt so bleibt oder ob das jetzt nur der Version geschuldet ist, aber man hat es gerade nochmal gesehen. Mhm. Oh, das sieht aber schon, das sieht aber ganz, ganz fein aus, was du da produziert hast. Ordentlich. Aufgeladen. Also, ja. Das wissen nämlich die wenigsten. Der Linegamer, der hat nämlich am internationalen MAN-Aufladungswettbewerb teilgenommen. Natürlich, ja. Und da den ersten Platz belegt. Und das erklärt auch die enormen Kenntnisse in dem Bereich. Sonst würde das jetzt nicht so wunderschön aussehen, ja. Ich bin sofort weg mit dem Geil. Ja. Würd dann jetzt gerade noch mal kurz ein Käffchen trinken. Ach Mist, jetzt habe ich den Baumstamm hier noch verloren. Nein. Wenn man aussteigt, dann... Dann war's das. Dann war's das aber komplett. Mist. Kann ich den jetzt nochmal cashen? Ich glaube, das hat nie funktioniert. Also, in dem Vorgänger hat es ja nicht funktioniert. Da war es dann. Verloren um den Baum. Der gute Baum. Der schade. So ein schönes Objekt. Ein wahres Pracht. Ein wahres Prachtexemplar. Ja. Da muss ich per Hand. Hilft ja nichts. Es aber, hilft ja nichts. Da will man einmal kurz raus, weil der Linegamer hier noch Zeit braucht und dann... kurz an die frische Luft. Ja. Aber ich glaube, ich komme da gar nicht so dran. Luft beim Rauchen, genau. So sieht es doch aus. Ja, natürlich. Also, da spricht ein wahrer Raucher, der Linegamer 1. Natürlich. Beste Erfahrung, ne? Ja. Was ist die Marke der Wahl? Kann ich leider nichts zu sagen. Okay. Ich sehe manchmal, also ich... Im Supermarkt sieht man ja manchmal Leute, die so Tabakwaren kaufen. Ja. Und da habe ich mal eine Dame gesehen, die hat eine Bestellung aufgegeben, der das ganze Regal leer gekauft da. Das war, glaube ich, bei Aldi oder sowas. Also jetzt nicht mal so Top-Marken, ja. Aber die hat
Ich weiß nicht, für wen das alles bestimmt war, aber da hätte man eine ganze Stadt von versorgen können. Okay. Das aber nicht, dass ich jetzt falsch denke. Nein, ich bin kein Raucher, natürlich. Natürlich. Ach, wo kommen wir denn da hin, wenn der Alleingeber rauchen würde? Also, Gottes Willen. Nicht, dass jetzt hier alle anfangen zu rauchen. Jeder, der Förster sein will, der muss rauchen. Wer ein wahrer Förster sein will. Also hier werden noch richtige, gute Werte vermittelt in diesem Forstprojekt. Ja. Gute so. Manieren und alles, ja. Ja. Wie man hier mit Fahrzeugen am Bahngleis entlang fährt. Ja, zum Beispiel. Etc. Also nichts abgucken hier. So. Gefährliche Lage. Ich weiß nicht, ob ich den anderen Baumstamm noch greifen kann, aber ich dachte, der liegt dort noch nah genug liegen. Holst du noch einen Baum oder wollen wir es dabei belassen dann? Also ja, ich kann noch einen holen, aber hier liegt ja noch ein ganzer. Mhm. Ich habe jetzt immer erstmal die dickeren Baumstämme genommen, die bringen ja mehr. Für Cash, ne? Ja, ja. Money, money, money. Money, 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 money. Darum geht's hier. Machen wir uns nichts vor, darum geht's doch in dem Projekt. Wer hat den dickeren Geldbeutel? So. Wobei wir haben ja hier keinen Konkurrenz. Man ja. müsste eigentlich so ein Forst-Challenge-Projekt machen, ne? Das wäre jetzt möglich. Ja. Aber das dann wird man ja auch nicht so zusammen an derselben Stelle arbeiten, das wäre, ich weiß nicht. Ja. Ja, man müsste das mit anderen YouTubern zusammen machen. Ja, also dass man so an, dass man so mehrere Gruppen. Also wir sind ja ausgewiesene Förster und Forstexperten. Gut, da muss los. Mit dem offiziellen First erscheinen und ja. Aber sowas gibt, zum Beispiel Randy und Werner, die können aber ganz locker in die Tasche stecken. Weil da mal eine kleine Forst-Challenge machen würden, da wäre da was los. Das wäre ein gutes Livestream-Projekt, finde ich. Hätten wir sofort gewonnen. Also der Sieg wäre schon von Anfang an vorprogrammiert. Ja. Und wir würden uns locker noch hier so eine schwierige Stelle nehmen, ja. Allein weil wir es könnten. Das andere wäre jetzt viel zu einfach und zu langweilig für uns. So. War natürlich jetzt alles ein Gag, ne? Also ja. Nicht, dass jetzt die haben jetzt aber hier, die wollen es werden heute ja. zeigen. Nicht alles zu ernst nehmen, was wir hier erzählen. Ja. Außer das mit dem Rauchen natürlich. Ja, Ansgar kann euch da beste Empfehlung geben. Ja. Ja, durch die Dame, die da alles leer gekauft hat. Ja. So. So. Mahlzeit. Dach. Ui, hier ist noch ein Ast dran. Ob das so gut beim Sägewerk ankommt, ich weiß ja nicht. Oh, muss ich da kurz anrücken? Du kannst ja noch entfernen, ja. Es muss ja alles schön ordentlich aussehen. Ist weg? Ja, ne? Ja. Ich glaube, das reicht ja nicht. Ein ganz beherzter Schnitt und dann war es das. Kurz mal die Boah, Leute, das sieht gut aus. Die Säge angelegt. Wir müssen nur noch wegkommen hier von der Stelle. Mhm. Dann ist das alles wunderbar. Dann läuft die Luzi. So, dann dreh dich mal zurück. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auch auf den Weg. Ja. Kann ich eigentlich mitfahren oder geht das nicht? Probier mal. Ich kann hier nicht einsteigen. Das ist eigentlich schon ganz cool. Hab ich mir auch schon vorhin überlegt, ob man hier wohl Beifahrer machen kann. Aber dann könnte ich ja vielleicht in der Zeit auch schon eine neue Stelle suchen. Ich denke mal, hier an der Bahnstrecke sollten wir die Arbeiten jetzt beenden. Wir haben hier uns diesen Punkt hier vorne ausgesucht. Wir haben in dem Gebiet, was wir uns gekauft haben, allerdings noch weitere, etwas bessere Forstgebiete. Hier unten ist nämlich so ein Weg und an dem kann man etwas besser entlang schneiden. Wir dachten nur so als Forst oder ich dachte so als Achtung, Einstieg. Der Zug. Ist Alarm! Alarm, Alarm. Scheiße, da komme ich nicht dran. Damit war es das dann wohl. Ah doch, ich komme dran. Ich habe aus der falschen Perspektive geguckt. Komm, den letzten. Ja, wäre das ganz gut. Aber ich fahre schon mal zu der Stelle, wo wir dann später ein bisschen bequemer fällen können. Ja.
Wir müssen halt jetzt in unserem, mal über die Bahngleise hin. In unserem gekauften Gebiet halt hier bleiben. Woanders. Ja. Können es jetzt nicht komplett abgeben. Aber das ist relativ ergiebig. Also. Ja, das ist ja nicht zu klein, ne? Und also an Bäumen ist auch nicht zu wenig hier. So, zum Abschluss hier nochmal schön aus der Ego-Perspektive das Ganze. Ach, guck mal, da ist ja sogar echt fast bis oben hin voll geworden hier. Schön. Boah. Mit dem. Lassen wir mal den Baum aus dem Fall. Palfinger Epsilon FG 53 hier rauffallen. Sichern das Ganze mit unseren Spanngurten. Und fahren das Ganze ein gutes Stück mal zusammen. Die Stelle ist schon wirklich prickelig. Jetzt stolpere ich hier quasi über hier so ein. Ah, jetzt habe ich's. So. So. Zack. Jetzt mal schnell über die Bahngleise, bevor es zu spät ist. Schnell flüchten. Nein, 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 nein. Hängt, hängt. Nein, 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 nein. Hängt, 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 hängt. Oh, 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 oh. Du kannst doch nicht einfach wegfallen. wenn du mich befreien musst. Soll ich dich noch befreien? Nee. Gerade fährt er. Ich stehe aber gerade wirklich Straßensperre auf den Bahngleisen. Oh, okay. Oh, oh, ja, gut, aber jetzt sitzt er fest, würde... jetzt sitzt er fest. Ja, jetzt, ja, ist jetzt, ja, moin. Soll ich zurückkommen? Jetzt ist es zu spät. Scheiße, jetzt geht gar nichts mehr. Ja, du musst zurückkommen. Ich stehe gerade echt so wie so eine das Bahn, ist also wie ein Straße. Hervorragendes Forstprojekt. Die Förster gerade noch Selbstbeweihräucherung hier. Ja. Da jahrelange Forsterfahrung gemacht, natürlich auch eingespieltes Teamwork notwendig und möglich. Oh, ich der Schreck, ach der Schreck. Ich hab grad ein bisschen Angst, was den Zug angeht. Ich auch, der kann jetzt entkommen. Alter. Funktioniert da jetzt was oder? Jetzt müssen wir aber echt, jetzt müssen wir tatsächlich. Jetzt ist höchste Eisenbahn. Das sieht voll Spaß in etwas leichte Panik hier aus. Jetzt so, weg, jetzt ja. Jetzt weg, 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 weg. Das hat mich gerade so an die, ich hab letztens so einen Film geguckt. Unstoppable heißt der, genau, der ist auch so ein Zug. Ohne der führerlos einfach so fährt und den irgendwie zu stoppen versuchen. Das hat mich auch gerade daran erinnert. Ich gebe gerade Vollgas. 50 km/h auf den Bahngleisen mit dem LKW. Ich sehe noch keinen. Aber gerade hatte ich echt ein bisschen Sorge, dass uns das ganze Ding durch die Welt fliegt und dass alle Arbeit umsonst war. Es ist natürlich auch ein bisschen risky, was wir hier machen. So, ich bin runter. Das war natürlich auch die besondere Herausforderung. So, okay, du bist runter. Alles klar. Der LKW ist schon mal safe. Alter. Mann, 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 hier. Yeah. Er hat das Herz nochmal schneller geschlagen. Ja. Boah. Ja. Kannst du nicht ausdenken, sowas. Stressig. Stressig, Junge. Dass man nicht alles hier macht, damit der Zug da wieder gut fahren kann. Der hätte echt jeden Moment kommen können. Ja, aber noch ist er nicht, nur ist nicht gekommen. Wir müssen ein bisschen, aber. Also das Intervall stimmte ungefähr. Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, ach, der ist gerade erst durchgefahren, das dauert jetzt noch. Hm. Und es konnte schon so circa sein. So, jetzt bin ich hier beim Sägewerk. Warte. Ich möchte auch vorbeikommen, ich möchte mir das angucken. Beim Meisterbetrieb der Schreinerei Krummbein. Ach, ob die schief, Schreinerei Krummbein. Ob schief, ob krumm. Wir sägen an allem rum. So. Wow, steht das hier echt irgendwo? Ja, hier vorne links am Schild. Das ist, Das zeichnet aber, die Schreinerei. Da sieht man wieder Deutschland, Land der Dichter und Denker. Wir sind wieder am Start. So, muss ich einfach nur hier drüber fahren? Dann. Was ist denn hier? Gibt's für uns Geld und. Ah, da ist es weg. Ah, jetzt habe ich hier auf R gedrückt. Das wusste ich jetzt gar nicht. Was hast du gedrückt? Ja, ich hab hier muss man drauf drücken, dann wird das verkauft. Achso. Okay, ja, und damit haben wir jetzt schöne. Ja, 15.000. Hört man schon, hier wie schön das Holz verarbeitet ist. Können wir ja schon mal gucken. Ah, nee, ich kann es ja leider nicht gucken, aber das guck du mal, was wir uns jetzt leisten könnten oder ob wir da uns jetzt schon irgendwas leisten können. Also, diesen Hacker ja auf jeden Fall. Also, wir hätten noch 33.000 übrig dann, ne? Ja, wir haben uns einen Anhänger, können wir den Acroliner für 27.000? Das ist der einzige. Wie viel PS braucht dieses Teil denn? Das müssen wir mal kurz schauen. So, das stimmt. Weil da nee, der arbeitet doch alleine, oder? Ja. Also eigentlich ist es egal, mit was wir das ziehen. Ja, P.
Der andere hat 250 PS, aber hier, also wenn wir hier zum Beispiel muss, so einen Casey Haag, der kostet auch schon 98.000. Ja, wir können den noch dran, der wird doch schon hoffentlich an den LKW dran. Achso, ja, probieren. Aber dann brauchen wir halt noch irgendwas zum Abtransportieren. Ja, aber das kann man ja auch einen Anhänger, können wir auch einen LKW dranhängen. Erstmal, bis wir dann das Geld haben. Ja gut, wenn wir uns den Anhänger dann noch leisten können. Oder kann man hier einen Kredit noch aufnehmen? Ja, stimmt, können wir noch machen, ja. Aber gut, das können wir dann in der nächsten Folge dann überlegen, wie wir unseren Hof dann ausbauen. Sind wir schon wieder am Ende angekommen. So sieht's aus. Okay. Scheint wohl, ja. War's das soweit von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es war ein bisschen aufregend sogar in dieser Folge. Ja. Es lohnt sich also immer wieder einzuschalten. Genau, lohnt sich immer wieder einzuschalten. Die Forstprofis melden sich natürlich auch dann in den nächsten Folgen wieder zurück. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und am Abschluss dachte ich mir, können wir nochmal die Aussicht über Felsbrunn. Komm doch mal. Wo bist du denn? Du hast Lion Gamer, du hast einen super Job gemacht. Genießt doch jetzt noch die Aussicht hier über Felsbrunn. Können wir jetzt nochmal schnell genießen, die Aussicht. Und dann werden wir hier in diesem Forstgebiet weitermachen in den nächsten Folgen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Aktion wir noch so ausführen sollen. Und in diesem Sinne, vielen Dank euch allen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.